Hallo Freunde, Klopfzeichen wieder mal. Hier seht ihr mal so ein bisschen meinen Basteltisch oder Schreibpult oder wie man das überhaupt noch nennen möchte. Diverse Projekte sind immer so nebenbei am Laufen, auch wenn sie oft nicht funktionieren oder klappen. Ich habe mich hier mit winzig kleinen LED-Streifen beschäftigt, die ich schon seit mindestens 10 Jahren mit mir herumschleppe. Und es geht darum, Schränke nachträglich zu beleuchten, wie ich das hier in der Vitrine gemacht habe oder auch in der Vitrine da drüben. Ja, und beim Gefummel bricht nun mal ein oxidierter Draht ab, weil irgendeiner von den Herstellern in China damals auf die Idee gekommen ist, dass eine starre Blitze eine gute Idee ist. Oder ein starrer Draht. Statt einer mehradrigen Blitze. Mensch, Freunde, Freunde. Jetzt muss ich rumlöten. Mein altersschwacher Lötkolben packt das nicht. Oder vielleicht brauche ich auch ein bisschen Lötwasser. Aber mit Löten war ich auch noch nie so der richtige Künstler gewesen. Das gebe ich zu. Jedenfalls einer funktioniert. Und da ich ungerne Netzteile wegwerfe, ob nur von Telefon oder LED-Streifen wie hier, kann man die nochmal schön recyceln. Und ich denke mir mal, der leuchtet ganz gut bei 12 Volt. Also nehme ich auch das Netzteil von so einem LED-Streifen und betreibe damit zwei so einen kleinen Streifen, die dann hinterher über Zeitschaltuhr einfach mal bloß abends 2 Stunden leuchten oder auch 3, macht von den Stromkosten nicht viel aus und wird das China-Netzteil auch nicht überlasten, was vorher ja, manche lassen LED-Streifen den ganzen Tag an. Ja, wie gesagt, ich wollte die jetzt einbauen, da bricht mir so ein Lötstreifen, Lötdrähtchen ab und Löten hat nicht funktioniert und ach, Freunde, das ist alles nicht so schön. Keimig ist auch alles. Aber wir schauen uns heute mal ein schönes Messer an. Und dazu gehen wir mal ein bisschen näher ran und quatschen ein bisschen. Und alles ist gut. So. Jo, Freunde, was ein kleiner Scheinwerfer ausmacht. Und schon ist alles blendend hell. Aber was ich nochmal erwähnen wollte, ihr habt bestimmt eingangs des Videos gesehen. Ich habe oben an der Decke die Lampen aktiviert. Die kleinen Spotlampen. Naja, so eine kleine Basteleien machen einem dann doch schon Freude, wenn nach vielen Jahren endlich was fertig geworden ist. Naja, so, jetzt schauen wir uns das gute Stück an. Ich habe ein neues Günstigmesser erstanden. Mit einer schönen, klaren politischen Aussage. Wundert mich immer wieder, da gibt es einen in diesem Landwarenhandel oder wie man das auch immer nennen möchte, so ein grüner Baumarkt, da kann man immer mal wieder so eine schönen Messer mit so seltsamen Sprüchen drauf erwerben. Ich hatte eigentlich 2, wolltet ihr euch auch vorstellen, aber ich habe dann an so einen potenziellen Reichsbürger das andere Messer verschenkt. Ich nenne ihn immer so Reichsbürger, ist so ein Spitzname. Ich ärgere ihn ein bisschen. Und naja, ein Freigeist eben. Und da war diese, na, wie soll ich es mal so nennen, die falsche Fahne drauf abgebildet. Wie zum Beispiel hier auf meiner antiken Tabakdose, die ich euch schon vor Ewigkeiten mal vorgestellt habe in einem Video. Das muss ungefähr 1914 gewesen sein, 1914-15. Da wurde dann der englische Name dieser Zigarettenmarke überklebt. Ja, Duke of Edinburgh heißt jetzt Flaggengala. Naja, ihr wisst, der Erste Weltkrieg, da wisst ihr mal, wie alt dieses Döschen ist. Und jedenfalls Schwarz-Weiß-Rot war damals eben patriotisch und musste sein. Und ja, Freunde, das war hier auch mit schönen Reichsadler drauf und ich habe das eben verschenkt und die Fahne im Hintergrund. Und, naja, um ihn so ein bisschen zu ärgern, da war doch gerade dieser bösartige Überfall gewesen, wo die Demonstranten da das
Parlament gestürmt haben. Mann, 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 dann waren das so ungefähr 50 Leute mit den falschen Fähnchen in der Hand, wo die Nachrichtensender ganz vergessen haben zu erwähnen, dass eben böse besagte Fahnen eben nicht verboten sind in Deutschland. Ja, das haben alle verschwiegen und vergessen und na egal. Natürlich sympathisieren wir hier nicht mit solchen extremen Gruppierungen. Mir geht es bloß immer wieder um den freiheitlichen Gedanken im Hintergrund. Wie zum Beispiel, ich werfe jetzt noch mal schnell ein, dumme Diskussion im Radio, Schottergärten. Ich weiß nicht, ob ihr schon was davon gehört habt. Das ist, wenn man eben so einen Steingarten anlegt in seinem Vorgarten zu Hause. Und da sind jetzt, ein Bundesland ist wohl vorgeprescht und hat das verboten. Und dann wurde eben im Radio diskutiert, dass das gegen die Umwelt ist und demzufolge soll jetzt alles verboten werden, reglementiert werden. Ja, wir Deutschen sind eben nicht froh, wenn es für jede Lage im täglichen Leben ein Gesetz gibt, was man dann von seinen bösen Nachbarn einfordern kann. Um mehr geht es dabei auch nicht. Natürlich ist es falsch, den Garten zu betonieren, aber unsere Mitbürger lernen das jeden Tag bei modernen Architekten, die unsere schönen Städte mit, was weiß ich, was für Platten zu betonieren. Warum im Privaten nicht auch, wenn man nicht mit Unkraut kämpfen möchte? Ich sage mal so, natürlich ist ein grüner Garten schöner, für die Umwelt besser, für die Insekten sowieso. Aber ich muss auch dazu sagen, ich bin ein kleiner Land- und Gartenbesitzer und ich möchte meinen Garten tun und lassen, was ich möchte. Darf man natürlich heutzutage nicht mehr, egal bei was. Aber darum geht mir das in diesem Grundgedanken, in diesem Gespräch, dass wieder mal reglementiert wird, wo gesunder Menschenverstand ausreichen sollte. Und wenn eben ein paar Leute ihren Garten mit Granitsteinchen verzieren wollen, dann haben sie verdammt nochmal das Recht dazu. Ich kann jetzt nicht sagen, dies ist schließlich ein freies Land. Das sagt man sogar in Amerika. Ich glaube, bei uns ist das nicht so ganz zutreffend. Bei uns darfst du nicht mal einen Baum umhacken, wenn er dich stört. So, zurück zu diesem schönen Messerchen. Ich habe so ein ähnliches schon mal vorgestellt, wobei mir hier die Form ein bisschen anders vorkommt. Schöne Aussage, ne? Und wir werden gleich mal testen, wie scharf das Ganze ist. Ich weiß gar nicht, wie soll ich das sagen? Da sind immer mal wieder so eine Messer bei. Mit einer schönen Aufschrift drauf. Ein Spaß auf jeder Party, sage ich mal so. Und guckt euch mal den Preis an. Ne, also 5 Euro, das ist Polenmarktniveau. Wir werden gleich mal schauen, wie scharf das Ganze ist. Kleinen Moment. Wir werden nämlich einfach mal meinen alten Kontoauszug vernichten und gucken mal, wie sich das Ganze handhabt. Ui, also Leute, da kommt selbst ein chinesisches Polenmesser nicht hinterher. Ich muss mal so sagen, die Dinger sind wirklich scharf. Das hat man selten bei so günstig Teilen und ich muss mal so sagen, das ist eher ein störrisches Papier. Ja, das ist schon ein bisschen fester, das ist nicht so schulheftmäßig. Da eben von der Bankenkontoauszug. Und? Na. Ich sag mal, sollte, ich mache auch hier nichts vor, das Ding ist scharf. Was will man sonst anderes noch dazu sagen? Ich meine, ich könnte mir jetzt auch noch ein Stöckchen holen, daran herumschnitzen, aber dann die Sauerei zu Hause. Aber einen kleinen Moment, wir haben ja was hier. Und zwar ein Stück Holz. Das ist sogenannte Räuchereiche, wo ich eigentlich mir so Griffschalen basteln möchte für so ein Victorinox. Und das Zeug ist wirklich hart. Aber ihr seht hier, schnitzt sich rein wie nix. Und das ist abgelagerte trockene Eiche, Freunde. Das ist. Guckt euch an. Ich mache auch hier nichts vor. Das Zeug ist scharf. Deswegen kaufe ich da das ganz gerne. Und ich meine, in der Preislage. Ach, das ist ein klassisches Taschenmesser. Ein Zweihandmesser. Das darfst du wirklich dabei haben. Wie gesagt, das andere mit der falschen Fahne drauf. Das kam noch besser. Und den Reichsadler. Wir sagen immer Preußenadler dazu.
Und der hat sich echt drüber gefreut, weil er ist so ein bisschen, naja. Und das kam ihm bei der Party gut an, beim Geburtstag, da habe ich dem das geschenkt. Okay, hier oben sind ein paar kleine Kratzer drinne. Klingenspiel. Klingenspiel. Nicht vorhanden. Das Ding ist fest, Leute. Hier wackelt nichts. Es federt. Also die Klinge selber federt. So. Und dann die Verriegelung ist straff. Man braucht wirklich zwei Hände für das Messer. Kannst also beihaben. Naja, mehr oder wenig mittig gelagert. Ja, scharf ist es. Okay, hier unten ist ein Spalt. Da wollen wir mal nicht drum rumreden. Also, der hätte eigentlich noch mal einen Schlag drauf gehört. Bei der Herstellung vielleicht. Aber ach. Wenn das ist Meckern auf hohem Niveau. 5 Euro, Freunde. 5 Euro. Und das schneidet. Es ist scharf. Da freue ich mich drüber. Ich werde wohl das nächste auch wieder kaufen, was da in Auslagen liegt. Da freue ich mich drüber. Schade, dass ich das andere verschenkt habe, bevor ich das Video gedreht habe. Naja. Top Messer, 5 Euro, Freunde. Gönnt euch. Tschüss.